Liebe Damen und Herren, heute begrüße ich Sie aufs Herzlichste in einem ganz bescheidenen Umfeld mit einem Zettel Papier nur, damit nicht wieder die Staatsanwaltschaft herantreten kann an irgendjemanden und sagen, du bist abgebildet an ein Tier oder eine Katze ist abgebildet an eine Mickey Maus. Das verstößt gegen den Datenschutz und wir müssen auf Löschantrag plädieren. Das heißt, die Bescheidenheit der Darstellung. Ein Pfeil hat eine Spitze und einen Betrag. Verstehst? Und eine Richtung. Ein Ausgangspunkt und ein Zielpunkt. Und du darfst es nicht verdrehen, verstehst? Einer ist Gläubiger, der andere ist Schuldner. Und der Betrag sagt, wie stark der Pfeil ausgeprägt ist. Und das ergibt eine Richtung, verstehst? Und same ist, also ähnlich ist es in der Justitia, in der Justiz, in der Prudenz, in der Rechtsprechung, der Weisheit. Der Rechtsprechung, da sollte eine Waage ergeben. Und jetzt zu diesen unterschlagenen Videos, die ich wieder löschen musste, auf Bittstellen oder auf Antrag oder was weiß ich, sage ich noch einmal, es könnte ja zwei gleiche starke Männer geben. Und einer ist gierig und der andere ist mildgesinnt, verstehst? Der Gierige wird dann alle Frauen an sich reißen. Und austauschen und wird immer wieder in den Topf der Staatselemente greifen und nicht zufrieden sein. Und genauso mit den Kindern, alles allein, verstehst? Und der Staat sagt, ja, ich gebe Kinderbeihilfe in Milliardenhöhe, nehme ich Schulden auf. Und der Gierige wird alles an sich reißen, verstehst? Und wenn er das Ganze auf Schulden aufgebaut hat und alles allein gefleischt hat und der andere nur ein Zelt hat, dann sagt er, du hast nur ein Zelt. Ich brauche ein großes Haus und viele Universitäten und Krankenhäuser für meine ganzen Anliegen, die ich habe, verstehst? Und die ich herantrage jetzt an den Staat. Und der andere hat nichts, verstehst? Und wenn der andere dann ganz bescheiden mit Mindestgeld lebt, dann sagt er, ich könnte aber mit dem anderen noch verdienen, indem ich ihm den Wahrnehmungsapparat zerstöre. Ich mache ihm die Augen kaputt oder spritze ihm Spritze rein oder mache ihn schläfrig. Verstehst? Dann liegt er und dann sage ich zum Staat, gib mir 10.000 Euro im Monat, dass ich ihn versorgen und betreuen kann. Er ist krank. Verstehst? Und da ratet er immer mehr auf Schulden, auf Milliarden und Milliarden. Verstehst? Und hat alles rein und gibt nie mehr nach. Verstehst? Und der andere, der ist dann ganz zerstört, selbst der Wahrnehmungsapparat. Funktioniert nicht mehr und liegt 40 Jahre oder 50 Jahre im Bett, angefesselt, angeschnallt und dient jedes Monat mit 10.000 Euro diesem Herrn, der schon alle fünf Frauen und fünf Generationen allein für sich gerissen hat. Und wie ein absoluter nationalsozialistischer Rattenkopf, ein absoluter brutaler Menschenräuber, ein Brudermörder fungiert, verstehst? Und immer mehr und die ganze Welt und alles. Und dann geht er, wenn er mit einem Land fertig ist, ist er nicht zufrieden mit diesem Land, das alles in Besitz genommen hat. Die Äcker, die Dömer, die Ländereien, das Besitztum, das geistige Gut, die Universitäten, die Krankenanstalten, die Altersversorgung, alles unterliegt ihm, verstehst? Dann hat er auch das Recht in der Hand und die Justiz und alles will er allein, verstehst? Und wenn er nicht mehr zufrieden ist, geht er in eine andere Erdwelle. Da baut er mit Südamerika das gleiche Drama und bis zu Südafrika, Johannesburg und alles her, verstehst? Und der andere schläft er ein. Und das ist einfach zu verstehen, verstehst? Dass das immer so war über Jahrtausende. Und dass das halt der Stachel ist, wo der Mensch immer zum Streiten kommt. Und dass das jede Generation für sich aushandeln muss. Und deshalb gibt es ein Verfassungsrecht, verstehst? Dass sich da irgendwo hemmt, wenn du zu weit hoch hinaufschnellst. Der Mitgesinnte, der hatte mit dir viel Geduld, sehr viel. Da gibt immer nach. Aber irgendwann gibt es auch einmal eine. Wieder ein Justiz einprangt und dir das sagt, jetzt bist du schon weit mit deinem Vogel hinaufgezwitschert, mit deinem Gewalttätigen, verstehst? Du hast jetzt mit deinem Blutpeitschen schon weit getrieben, verstehst? Es muss wieder 5 Minuten Ruhe geben und runterkommen. Verstehst? Ist einfach eigentlich.